Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuschauer, und seid herzlich willkommen zu einem erneuten Paladins-Video auf diesem Kanal. Und nach einer relativ langen Pause, 2 Wochen, habe ich mir gedacht, kann man doch mal wieder aufnehmen. Wird ja auch mal Zeit, dass man das auch mal wieder auf dem Kanal bringt. Das war wirklich lange Pause aus zeit- und technischen Gründen. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt in eine Runde. Ich werde in der Runde nochmal näher drauf eingehen. Und ich wünsche euch bei dem Video auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ich würde mich freuen, wenn ihr kommentiert. Ja, bis zum Gameplay, Freunde. So, Freunde, ich habe den Spielmodus Ladung genommen dieses Mal. Ich habe damit letztes Mal gute Erfahrungen gemacht. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, in dieser Runde haben wir folgendes Problem. Es gibt Tyra, Io, Knessa, Viktor und Meve in unserem Team. Problem ist, dass wir keinen Tank haben. Es wurde von unserem Team her Ruckus ausgewählt, doch nicht bestätigt. Da habe ich mir gedacht, jo, nehme ich Tyra. Der wird Ruckus schon bestätigen. Problem ist, hat er nicht. Also wir haben jetzt keinen Tank bei uns im Team, was durchaus ein Problem sein kann. Durchaus. Ja, ich werde mir demnächst nochmal so mit den Karten mich beschäftigen. Vielleicht komme ich ja damit klar. Ich habe mich damit noch nicht so krass auseinandergesetzt, weil ich bisher immer mit dem Standarddeck von Tyra zurechtkam. Aber ja. Wir wollen loslegen, ne? Ich habe schon sehr lange nicht mehr gespielt, seit 2 Wochen, seitdem auch kein Paladins mehr kam. Zwischenzeitlich nicht gespielt. Und ja. Scheiße, das habe ich unterschätzt. Okay, das war jetzt ganz belastend. Ja, auf jeden Fall. Zeitgründen. Also ich streame momentan enorm viel auf Twitch. Andere Spiele. Das heißt nicht, ich habe keinen Bock auf Paladins, sondern eher, dass ich auch mal anderen Content bringen möchte auf dem Kanal. Auf meinem Twitch-Kanal. Und da kam Paladins ein bisschen zu kurz. Problematisch, problematisch war dann auch noch unter anderem, dass mein Kanalpartner Probleme bekommen hat mit seinem PC. Und da ich mich damit gut auskenne, war das Ding, ich musste ihm natürlich helfen. Das hat eine Menge Zeit gefressen. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Zeit das gefressen hat. Damit habe ich jetzt persönlich auch nicht gerechnet. Aber dadurch ist jetzt ein ganzes Projekt fast ausgefallen. Und ja. War nicht einfach die letzte Zeit, ja. Fuchs nervt. Digga, was läuft hier? Die laufen einfach so, als wäre nix. Das ist voll komisch. Also jetzt mal Real Talk, das ist ja mal ganz komisch. Wie, als wären wir gar nicht da? Also ich fühle mich auch im Movement gerade nicht wohl, weil ich so lange nicht gespielt habe. Kann die Maus nicht mehr so schnell bedienen, wie ich es vorher drauf hatte. Das ist nämlich das, was ein größtes Problem ist. Oh lol.
Freunde, es wird sich widerlegen, meine Spielweise. Jedoch, jetzt gerade ist auf jeden Fall sehr belastend. Das ist jetzt die erste Aufnahme, das erste Gameplay nach über 2 Wochen. Ihr merkt, das ist jetzt nicht so einfach. Ich bin jetzt auch meinem Team nicht eine riesige Hilfe. Ich versuche jedoch, das Beste draus zu machen. Ach komm. Das ist jetzt ein Witz. Also manchmal diese Range von dieser Bombe von Sky, die ist schon ein bisschen manchmal übertrieben, ne? Das muss ich jetzt wirklich mal sagen, so. Aber okay. Dann wollen wir mal. Ja, ich bin wirklich mal gespannt. Also bis jetzt, also wir haben jetzt natürlich direkt verloren. Hatte ich ja auch gesagt, dass das echt nicht einfach wird. Und, ja. Wir müssen versuchen, jetzt das Beste daraus zu machen. Mein Movement ist halt, komm, so ein bisschen weg. Deshalb, das muss erstmal wieder, ja, Bock haben, sag ich mal, dass ich das auch anständig hinbekomme. Jetzt habe ich mich verraten. Weil ihr glaubt gar nicht. Also, vielleicht wisst ihr das, wenn ihr so schnelle Shooter spielt. Wenn ihr länger nicht spielt. Das fühlt sich so krass ungewohnt an, tatsächlich. Ist sehr krass. Okay. Vielleicht hätte ich auch nicht direkt Knessa spielen sollen, sondern etwas anderes. Das ist doch jetzt wieder ein schlechter Witz, ey. Enemy Rampage. Okay. Ich wird gerade zurückgeschoben. Wo sind die Feinde? Ich habe momentan auch ein bisschen Internetprobleme. Das kommt auch noch so ein bisschen dazu. Und sorry, wenn ich euch jetzt nicht das beste Gameplay zeigen kann. Ich versuche jedoch das Beste daraus zu machen. Wir haben jetzt natürlich auf Anhieb nicht direkt das beste Team auch gefunden. Wie gesagt, wir haben halt kein Tank. Das spielt uns jetzt nicht wirklich in die Karten. Kamikaze-Aktion war jetzt eigentlich nicht so doof, wenn ich drüber nachdenke. Enemy double kill. 30 seconds remaining. Loggers. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ich bin wieder auf die Taste gekommen. Ich krieg das nicht mehr weg. Toll. Ich bin einer hier. Ey, ich hab
Das aber auch damit. Wieso legt man das auf Y, ey? Wir haben es wenigstens geschafft, einmal zu verteidigen, ey. Aber die Runde ist gleich schon vorbei. Ah, wir müssen einmal schaffen, einzunehmen. Sonst haben wir echt ein Problem. Aber das wird. Also ich bezweifle, dass wir das schaffen werden. Also das geht ja bei denen so krass schnell, da. Wir haben gar keine Chance. Alles klar. Ciao, Musik. Hallo, Musik. LOL, Alter. Was ging mit ihr denn, Alter? Was hat er denn für eine Maus, ey? Früher konnte ich mich auch richtig krass drehen mit der Maus, aber ich brauche hier erstmal ein bisschen Chillzeit. Bitch, Alter. Jetzt brauche ich Hilfe. Das lief sehr, sehr gut. Aber ich bin ehrlich, wirklich ein Punkt von meinem anderen Team war jetzt hier keiner. Hier stand eher ich. Hätte ich den Draugr nicht eliminiert, dann hätten wir den Punkt wieder nicht bekommen. Alles klar, Rückzug mal eben. Ja, der Rückzug, der war ja mal gekonnt gefailt. Ich muss mich irgendwie immer eben so zurückziehen. Sonst werde ich das nicht schaffen. Nein! Mir geht's jetzt hier gerade nicht wirklich gut. Sehr schön. Sehr schön. 4-3. Sehr schön. 3-4, 4-3, Alter. Ja. Sehr schön. Jetzt müssen wir das nur noch einmal machen und dann läuft der Hase. Sag ich mal so, ja. Wir können das schaffen. Wir können das schaffen. Point spawning in 15 seconds. Ich will mich nicht jetzt ins positive Licht rücken, aber ohne Witz hätte ich. Wäre ich nicht im Punkt gewesen, dann hätten wir ihn verloren. Okay, alles klar. Jetzt müssen wir das Ganze nur nochmal so machen. Alles klar, da hinten. Boah! Wo ist denn das? Hier. Ihr Tank ist down. Kinesa macht mich gerade ganz schön zu schaffen. Sie ist vor allem übel gerade.
Bruder. Hä? Ach ja, man muss ja hier auch in den Himmel gucken. Das habe ich richtig vercheckt. Aber gut, wir schaffen das. Wir schaffen das. Geil. So schnell kann sich das ändern. So schnell kann sich das Match ändern. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, der hat mich gecatcht, Alter, der Otto. War auf jeden Fall richtig gut. Hatte ich, bin ich ehrlich, nicht erwartet. Jedoch bin ich sehr überrascht. Ja, ich bin wirklich überrascht, dass wir das drehen konnten. Obwohl wir kein Tank oder sonstiges hatten. Und ja. So weit, so gut. Ja. Ich stehe hier zwar dieses Mal nicht. Normalerweise sieht man mich ja hier auch stehen. Ja. Wie gesagt, ich kam jetzt damit nicht wirklich klar. Jedoch wünsche ich euch einen schönen Tag. Das war's mit der Folge Paladins. Mal nach 2 Wochen. Und ja, ich würde sagen, will euch nicht weiter aufhalten. Wir sehen uns wieder zu einer erneuten Folge Paladins. Ich bin raus. Ciao.